Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und dieses Video ist jetzt der Start einer Serie, die ich machen werde, also der Start einer Videoserie. Und ich widme mich jetzt dem Thema Bloggen. Wer Blogger werden möchte, wer einen Blog schreiben möchte oder wer vielleicht Anfänger im Bloggen ist, der wird früh oder später das Problem haben, dass ihm die Themen ausgehen, worüber er bloggen möchte oder sollte. Wer erfolgreich werden möchte mit einem Blog, wer vielleicht auch Geld verdienen möchte mit einem Blog, der muss sich selbst bekannt machen, der muss Vertrauen schaffen zu seinen Lesern oder Sehern, wenn man das mit Videos macht, so wie ich. Und da ist es ganz wichtig, die richtigen Themen zu treffen. Und darum soll es jetzt gehen in diese Videoserie. Ich spreche jetzt nicht von der technischen Variante, wie man einen Blog erstellt und so weiter. Das ist heute äußerst einfach. Da gibt es fertige Systeme, wo man nur noch seine eigenen Banner und Bilder hochladen muss. Wer darüber mehr Informationen haben möchte, der klickt bitte einfach auf dem Link unter diesem Video, dann kommen Sie auf meinen Blog, wo ich sehr viel über dieses Thema poste, über die Erstellung eines Blogs und wie einfach das ist. Aber so viel zu diesem Thema. Ich möchte jetzt gleich beginnen mit dem heutigen Tipp, nämlich einem Thema, worüber man bloggen kann und was auch wirklich Sinn macht, nämlich bloggen Sie oder machen Sie ein Video über ein Ziel, das Sie in der Vergangenheit erreicht haben. Jeder Mensch hat irgendwann ein Ziel sich gesetzt und so eins erreicht. Man muss nur ein bisschen drüber nachdenken und dann schreiben Sie darüber, warum Sie sich dieses Ziel gesetzt haben. Schreiben Sie darüber, welche Herausforderungen Sie hatten, denn kein Ziel, das man je erreicht hat und was einem wirklich etwas wert ist in seinem Leben, war einfach und ging ohne Probleme. So etwas gibt es nicht. Das ist ganz wichtig. Schreiben Sie wirklich über die Herausforderungen, die Sie hatten, dann vor allem, wie Sie es geschafft haben, diese Herausforderung zu bewältigen, und schreiben Sie dann auch darüber, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie das Ziel dann letztendlich erreicht haben. Das ist ganz wichtig, das verbindet Sie sehr mit Ihrem Leser, denn das ist erstens eine Geschichte. Geschichten hören wir uns sowieso gerne an, das ist in der menschlichen Natur, und sowas schafft wahnsinnig viel Vertrauen. Also das war der Tipp Nummer 1, schreiben Sie über ein Ziel, das Sie erreicht haben, wie Sie sich gefühlt haben und wie Sie vor allem die Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel, wie Sie die gemeistert haben. Das war Tipp Nummer 1. Wenn es jetzt hilfreich für Sie war, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Sie finden hier irgendwo einen Link, wo Sie das mit nur einem Klick tun können. Hinterlassen Sie mir auch einen Kommentar, würde mich freuen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, ein Gefällt mir. Gut, das war es jetzt von mir zu diesem Video, zu Tipp Nummer 1. Und wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen. Einen kleinen Moment. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher, und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.